Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute noch mal im Solo-Adventure weiter. Und zwar habe ich das Deck, das wir im Stream gespielt haben, vom Mage ein wenig verbessert. Und das werden wir jetzt einfach testen. Und zwar spielen wir einen Custom Mage, hier jetzt noch genannt, mit Sassafine Secrets und versuchen halt über die Combo am Anfang zu gewinnen natürlich. Das heißt, wir werden jetzt das Ganze hier ein bisschen öfters restarten müssen. Wir haben die perfekte Combo, Leute. Wir haben die perfekte Combo, wir haben Kabal Lakai plus Mana Bind und direkt noch als Follow-up ein Eisblock. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Noch besser wäre ein Counterspell gewesen. Aber das ist so tatsächlich auch in Ordnung, weil dann können wir ihm hier nämlich ein bisschen die Stirn bieten, würde ich mal so sagen. So. Oh, und da kommt noch der Mana-Würm. Es ist so awesome. Zack, and turn. Das ist wirklich ein guter Start. Ja, über die The Bitter Chill of Death. Okay, wir kopieren das Ganze. Kriegen es auf die Hand, kostet 0. Er hittet uns auf 1 runter, coint noch seinen 2-3er raus. Oder ein 1er, das ist auch in Ordnung. Wir können ihn jetzt hier nicht traden, das heißt also, wir müssen noch einen Zug warten und pingen hier. So. Wir wollen jetzt hier nichts machen, weil er in Turn 2 wahrscheinlich hier Hero Ability setzt. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich hier jetzt traden. Spielen nämlich. Uiuiui. Warten wir wirklich noch einen Zug? Wir machen das so. Wir machen das so, ich denke, das ist wirklich der beste Move, den wir machen konnten. Das Wichtige ist halt, dass wir ab dem... Eieiei, das könnte jetzt problematisch werden. Okay, wir spielen also das hier raus. Spielen den Mana-Wurm raus. Counterspell oder Ding? Ne, wir spielen Eisblock raus. Wir schießen 2 Damage hier bitte rein. Ein Damage ist auch okay. Wir hitten ihn runter. Schießen hier jetzt nochmal 2 Damage rein. Traden ihn weg. Oh, das sieht perfekt aus, Leute. Boom! Who tests these adventures? That's a very good question. So, wir gucken mal, wie er schießt. Tatsächlich möchte ich, aber zuerst pingen. Dann gucken, wie er schießt. Machen wir hier den Hit, hier den Hit, hier den Hit und wir hitten ihn jetzt hart runter, Leute. Wir hitten ihn jetzt richtig hart runter. Ah, da kommt der Taunt raus. Das ist natürlich nicht optimal, aber in Ordnung. Secrets. More Secrets. Gucken wir, welches Secret wir kriegen. Ice Barrier ist natürlich stark, aber die wollen wir jetzt nicht spielen. Wir machen hier... Trade. Face and turn. Wir haben ihn auf 21 Health und der rechte wird jetzt hier immer weiter gebufft. Das ist gut. Er zerstört den 5-5er. Nice, wird gecountert, liebe Leute. Das ist sehr, sehr stark und er holt sich 6 Armor wieder. Aber das heißt also, er wird weiterhin gebufft und das ist richtig gut, Leute. Das ist richtig gut. So, wir ziehen eine Karte. Karten ziehen. Perfekt. Karten ziehen. Nochmal eine Ice Barrier. Und einen Mana-Würm. Nice! Das Problem ist nur im nächsten Zug oder immun. Lass dich mal rechnen. Wie viel Damage können wir machen? 5, 6, 7, 8, 9. Leider nicht genug. Aber auf jeden Fall mal einen Anfang. Natürlich setzt er beide Hits da rein. Machen wir also hier Hit. Okay, er hat noch 11. Das heißt also, wir müssen jetzt nur schauen, dass wir sein Board Remove kriegen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den Lich King wahrscheinlich besiegt. Hierzu helfen uns halt so Sachen wie... Oh lol, er geht Face. Ah, okay, ich verstehe. Natürlich geht er hier Face. Das macht viel mehr Sinn. Eieiei. Eieiei. Zack.
Schießt Schaden. Wird gebufft. Okay. Feuerball. Schießt Schaden. Hätte die 2 auf 5. Hit. Hit. Okay. So weit, so gut schon mal. Er kann ihn nicht traden. Er müsste alles reinhauen. Und ich denke, dann hätte er verloren. Okay, der triggert das nochmal. Wir kriegen nochmal 8 Armor. Und er kann uns auch nicht nochmal direkt besiegen. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Okay, er macht hier den Trade. Das ist gut. Geht hier Face. Ah, fuck, wir müssen ihn hier traden. Mit diesem Fall. Oh Gott, wir müssen ihn nicht da traden. Das ist optimal, Leute. Excuse me, you are on fire. You are on fire. Okay. Komm, setz den Hit rein. Setz den Hit rein. Bitte, Dude. Bitte, einen hier rein. Nice! Ping. Okay, gerade irgendwie ist es ein bisschen laggy. Nee, nee, wir haben sie nicht genervt. Alles gut. Aber warte mal, ich habe gerade noch den Upload aktiv. Okay, sorry Leute, wenn es jetzt hier ein bisschen laggy ist im Moment. Oh, come on, er hat nur noch ein Leben. Wir können das gewinnen, Leute. Come on, Dude. Schießen seinen Schaden. Ist okay, sollten wir kein Problem damit haben. Okay, GG. Komm, keine 3 Armor wieder. Wir haben gewonnen. Damage. Well played. Oh, alter Schalter. Okay. Das hat jetzt eine Weile gedauert mit dem Mage. Aber schlussendlich haben wir es doch noch geschafft. Yay. Nice. Yes, I did it. A Lich King. Ja, nice. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Okay, es dauert gerade ein bisschen wegen der Upload, wie gesagt. The newly crowned Frost Lich surveyed... surveyed her domain. Legions of undead added their power to her own. She didn't even notice her blood freezing. Uah. Das ist... Stell euch mal vor, das ist so ungefähr so wie Hirnfrost, könnte man fast schon sagen. Okay, dann haben wir 4 Stück geschafft, liebe Leute. Ich habe jetzt inzwischen, habe ich den Druiden auch nochmal nachgeholt, weil wir haben ja mit dem Druiden theoretisch gewonnen gehabt und blablabla, ihr kennt ja die ganze Story. Okay, es fehlen nur noch Hunter, Schamane, Paladin und Warlock. Und wir werden jetzt heute mal noch, nochmal probieren mit dem Warlock, denke ich. Ich habe einen Control Warlock, den ich euch ja wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ich die Folge hochgeladen habe oder nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn damals schon gespielt. Ein paar Mal, habe aber leider auch bis jetzt noch nichts wirklich da rausgeholt. Und naja. Deswegen war das so... So, naja, bis jetzt. Die packen wir mal weg, die 2. Obwohl Kazak ist natürlich nicht schlecht ist am Anfang. Besonders, wenn wir ihn auf Turn 4 spielen können. Vielleicht packen wir den einfach, behalten wir den einfach mal. Wir gucken einfach mal, was wir so kriegen. Kazak ist keine schlechte Karte. Wenn wir auf Turn 5 dann irgendwie was Gutes ziehen, ist das eigentlich optimal. So, Warlock. Dann zeig mal, was du kannst. Okay. Nichts auf Turn 1. Dafür aber Turn 2 jetzt die Hero Ability. Ja. Rede weniger, spiel mehr. Schieß jetzt 2 Schaden für jede doppelte Karte, die wir im Deck haben. Da wir keine doppelte Karte im Deck haben, ist es eigentlich optimal. Wir live-tappen hier. Kriegen einen Imp Gangboss. Das ist sogar eine Karte, die ich jetzt hier direkt rausspielen möchte. Er coint. Ja, das ist, ja. Nicht optimal, aber in Ordnung. Sekunde mal schnell. That was your most pathetic. You've had some bad ones. Lich King.
So, jetzt. Wir gucken mal, wollen wir Kazakis hier rausspielen? Ich denke nicht. Ich denke, wir wollen. Was hat er jetzt hier gemacht? Ah, er hat sich 4 Damage zugezogen. Okay, wir spielen also hier mal unseren P7 raus. Klar, wir hätten über den Kazakis Potion jetzt gehen können. Aber ich denke, dass wir noch genug Chancen haben, über den Kazakis Potion hier Sachen zu machen. Mir gefällt gerade nur nicht, wie viel Damage er mir im Moment macht. Zum Beispiel jetzt holen wir uns einen Kazakis Potion. Für 5. Ich glaube, 7 Armor ist tatsächlich nicht gerade das Schlechteste hier an der Stelle. Und End Turn. Wir könnten, hätten im nächsten Zug das auch spielen können. So. Wir haben halt auch nur noch 16 Leben, Leute. Er hittet uns jetzt ziemlich hart runter, der Dude. Serve or die. Okay. Blizzard. Ach, come on. Da hat er wirklich den Blizzard. Da hat er wirklich den Blizzard. Das ist natürlich jetzt richtig uncool. Gehen jetzt aber auch in Turn 7 rein. Das heißt also, wir spielen hier den Doomsayer raus. Und holen uns noch 2 Leben und spielen den dann noch raus, weil wir da eine Value-Karte hoffentlich rausholen können. End Turn. Was haben wir hier? Destroys one of your mana crystals. Okay, er spielt jetzt seine Dudes raus, das ist kein Problem. Da haben wir die Antwort drauf über unseren Dude hier. Boah, er hittet uns halt so hart, hey, das ist der Hammer. Wie schnell der uns einfach Damage macht, das ist echt nicht mehr feierlich. Das Problem ist halt, wenn er jetzt hier... Entschuldigung, wenn er jetzt hier... Die Oh, Entschuldigung. Jetzt muss ich kurz mal husten hier. Wenn er jetzt diese Remove-Karten da hat, dann ist es halt nicht so gut. Oh, wow. Ist es dein fucking Ernst? Ist das wirklich dein fucking Ernst? Das ist nicht cool. Twisting Nether. Machen wir so hier in uns selbst. Kriegen einen Warden raus. Macht uns 2 Schaden, das ist okay. And it's cold. Wir können sie halt jetzt eigentlich ganz gut buffen, muss ich sagen. Das gefällt mir eigentlich. So. Er hat halt nur noch 2 Karten auf der Hand übrig. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber er macht uns halt jetzt immer weiter Schaden. Wir brauchen Jiraxxus oder sowas. Bone Mare. Oh, come on. Bone Mare. OP-Karte des Todes nenne ich das nur. Blast Crystal Potion. Plus 7 Armor. Buff für meine Dudes. Hit, Face, Face. Haben wir halt jetzt nur einen 5-1er da, aber das ist trotzdem okay. Er macht jetzt 4 Damage. Oh, come on. Water Elemental, Maexna. Ist nicht so, sind beides nicht so coole Karten, wenn ich ehrlich bin. Da kommt Blood Reaver, Gul'dan. Was haben wir denn jetzt für Demons, die zerstört wurden? Der Imp Gangboss wurde zerstört. Und sonst halt einfach noch gar nichts. Ich
Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall nicht live tabben, das wäre nicht gut. Wenn er halt jetzt den Buff hat, dann sind wir halt down, leider. Okay, er tötet hier über Maexna, das ist in Ordnung. Dann macht er hier den Hit, wir können aber auf jeden Fall Jiraxxus. Ah, kein Jiraxxus, schade. Aber wir spielen auf jeden Fall Gul'dan hier raus, oder? Ich meine, damit kriegen wir einen schönen Taunt wieder aufs Board. Hit. Aber erstmal töten wir die Minions hier ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob wir mit Gul'dan noch was retten können, weil ich habe ein bisschen die Sorge, dass es eigentlich nicht mehr wirklich hier jetzt funktionieren würde, weil wir jetzt zwei Demons... Wir kriegen drei Demons. Ah, stimmt, wir kriegen den Taunt ja noch. Aha, stimmt ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Ah, wir sind auf einem Health. Das gefällt mir ganz und gar nicht, aber er kommt nicht durch, oder? Ah, doch, er kann ihn destroyen. Ach, Bullshit. Bullshit! Ich habe das Gefühl, das Deck ist einfach zu langsam. Hätte ich jetzt den Reno gezogen oder sowas, wäre das optimal gewesen. Aber das ist halt immer so die Sache. Man muss halt auch dann wirklich lucky sein, hier sowas zu ziehen dann. In dem Moment wäre es halt einfach Reno der perfekte Play gewesen, weil wir dann halt wirklich noch optimales Value rausholen hätten können und noch ein bisschen länger spielen können. Und unsere Handkarten waren ja echt nicht schlecht, muss man sagen. Die waren wirklich, wirklich gut. Your soul shall be mine. You call that wretched pile of cards a deck? Oh, jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich finde ich die Starthand relativ gut. Wir haben jetzt endlich mal ein bisschen Early Game. Können auch ein bisschen was removen. Turn 1 spielen wir die Mistress raus. Turn 2 dann den Seal of. Turn 3 dann Drain Soul. Oder Turn 3 halt dann auch Ding hier. Den guten Tark Reaper, der immer noch keinen Namen hat, weil es mal wieder ein bisschen buggy ist. Wir kriegen keinen Damage, das ist ganz gut. Er coint direkt schon. Das ist halt immer ein bisschen unlucky, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jetzt traden soll. Er wird hier auf jeden Fall reinhauen irgendwie. Vielleicht haben wir ja Glück und er geht face. Das wäre halt echt nicht schlecht, weil dann können wir hier halt das hier rausspielen. Naja, er macht den Trade. Das wäre auch dumm gewesen von ihm hier nicht den Trade zu machen. So. Zack. Charge und Lifesteal. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, destroys a Minion. Das Gute ist, dass es unseren Tark Creeper damit nicht getroffen hat. Das ist der einzige Vorteil, dass es halt den Tark Creeper nicht getroffen hat, aber es ist trotzdem nicht optimal gelaufen. Hit, Lifesteal, Trade. Dann hätte ich auf jeden Fall was auf dem Board liegen. Machen das so. Auch wenn wir uns jetzt nicht geheilt kriegen, ist es in Ordnung. And it's covered. Da ist Reno schon mal, das ist nicht schlecht. Tabity Tap Tap. Bold. Bold ist richtig stark hier an dieser Stelle. Face and Turn, weil wir damit jetzt sein Board kontrollieren können. Aber wir haben halt auf Turn 7 bis jetzt noch keinen Doomsayer, Leute. Und das ist nicht sehr, sehr gut. Komm, wir brauchen den Doomsayer. Du bist kein Doomsayer. Aber wir haben die Combo Thanos-Ding, das ist auch okay. Was sagt ihr? Greift er Face an oder eher nicht? Ich denke, dass er Face angreifen wird, leider. Wir healen uns mal hoch. Wir können ihm auf jeden Fall im nächsten Zug die Combo spielen, um das Board zu rippen. Also ich denke, dass er auf jeden Fall hier Face hitten wird. Das heißt, dass er ist dann rippt. Das ist sehr, sehr schade, aber okay. Können wir halt nichts machen. Komm. Yes, er macht sogar wirklich. Oh mein Gott. Damit haben wir richtig gut Health jetzt gut gemacht. Okay. Also wir spielen so.
Starfire Potion, 6 auf alle. Wir kriegen sogar noch einen Card Draw, haben kein Damage gekriegt darüber. Das ist wirklich gut gelaufen. Das jetzt sieht's nicht so schlecht aus, Leute. And it's cold. Komm, Lich King, bring mir was Gutes. Wir brauchen was richtig, richtig Gutes. Hello, handsome. Okay, 2 Damage und er hat den Destroy-Spell, oder? Ah, den Freeze erstmal. Freeze ist okay. Solange jetzt hier nicht den Destroy... Oh, er hat Shatter. Oh, come on. Wir setzen hier auf jeden Fall Twisting Nether ein, Leute. Und dann saven wir uns noch einen Zug. Dass er nichts rausspielt. Das ist halt die Problematik. Eigentlich müssten wir was rausspielen. Okay, er hat jetzt nichts gespielt, das ist ganz gut. Wir können uns jetzt hier healen. Wir spielen den hier raus und den hier raus. All demons in your hand. Oh, ist nicht problematisch. Okay, jetzt wird es doch langsam ein bisschen problematisch. Das ist wirklich ein starkes Board, wenn ich ehrlich bin. If in your deck is no duplicate, summon all demons from your hand. Wir haben einen. Wie viel Damage macht das hier jetzt? 5. Das heißt, ihr müsst nur einen Hit durchkriegen, das ist mir zu gefährlich, Leute. Das ist mir ganz klar zu gefährlich. Wir spielen die Save-Variante durch, lieber. Ziehe eine Karte. Shambler. Okay, soweit, so gut erstmal. Dreadseed, oh mein Gott. Flame Imp, oh mein Gott, wie schlechte Demons sind das denn? Ach, come on, das ist nicht dein Ernst, hey. Das ist nicht dein Ernst. We're gonna be rich. Komm, aber das sieht nicht schlecht aus, Leute. Wir können jetzt hier über den Cruel können wir echt gut Damage machen. Und er hat keine Handkarten mehr. Und da kommt Jiraxxus. Oh nein! Das ist nicht gut. Es hat auch ein Demon. Warum bist du ein Demon, Jiraxxus? Okay, ein Turn. Das ist natürlich jetzt echt umgelaufen. Ach komm, nochmal ein Flame im Kampf. Okay, jetzt müssen wir Value machen. Er holt sich 6 auch mal 3 Karten. Das ist natürlich eine der schlechtesten Karten, die jetzt hier im Spiel hätten kommen können. Water Elemental, in Ordnung. Okay, wie viele ziehen wir raus? Das ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir den Jiraxxus behalten haben. Okay, 8 Damage. Das heißt, wir können uns jetzt gleich healen. Wir werden uns gleich healen, hundertprozentig. Heal. Wie viel Damage haben wir? 7. 7. 11. 11 und 10 sind 21, 22,
24 circa, aber wir müssen uns weiter healen. Wir müssen hier auf jeden Fall den Trade setzen. Das heißt, wir machen hier einen Trade, da einen Trade. Redseed kommt ja am Ende des Zugs wieder. Wie viel Damage kriegen wir? 9 Damage. Okay, das heißt, wir überleben auf jeden Fall noch einen Zug. Und dann können wir noch Jiraxxus spielen. Okay, 16 Health. Wenn er jetzt keinen fetten Taunt oder sonst was kriegt, könnten wir hier das Spiel gewinnen. Ah, come on! Blizzard! Ist genauso schlimm. You face Jiraxxus! Komm schon, er darf jetzt keinen Blizzard oder sonst was haben, dann können wir das machen, Leute. Okay, 4 Mana hat er noch. Jawohl, wir haben gewonnen, Leute. Wuhu! Well played. Okay, der hat keine Interaktion mit Jiraxxus leider. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Dreadsteed, greif an! Und wir killen ihn. Oh, Leute. Es läuft doch. Es läuft doch. Muss nur ein bisschen Sun anstrengen. Ich muss sagen, ich finde Gul'dan als Lich King so ziemlich der coolste Lich King, den es eigentlich gibt. At last Gul'dan sat upon the frozen throne, the dark portal yawned open once more, and worlds uncounted trembled before him. Ah, der gute Gul'dan, Leute. Der gute Gul'dan. Damit haben wir noch ein weiteres. Das heißt also, wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte geschafft. Uns fehlen also nur noch Schamane. Es fehlen uns noch hier Schamane, Hunter, Paladin und Warrior. Wie es weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hätte mal gesagt, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Türelü.